Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind immer noch in dem ersten Tempel in dem Dekobaum drin. Und okay, wir haben hier nichts. Alles klar. Und müssen jetzt erstmal noch weiter uns durchkämpfen hier. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir können jetzt erstmal mit der Schleuder, die wir im letzten Part bekommen haben, hier diese, oh, diese Steuerung, die Skulltulas besiegen. So, da oben ist doch noch locker eine, oder? Da ist noch eine, genau, okay. Zack. Jetzt haben wir, okay, einen Rubin und hier bekommen wir Deko-Kerne. Sie sind kleine, harte Kerne, du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Achso, okay. Ich dachte, dafür nimmt man die Deko-Nüsse. Aber wie es aussieht, nicht. So, erstmal an den Ranken wieder hochklettern weiter. Und nach rechts. Zack, 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 zack. Und runter. Oh Mann. Ich denke immer, mit dem C-Stick kann man auch die... Oh. Die Kamera bewegen, aber das ist nur mit dem Anvisieren-Knopf, mit dem Z-Knopf. Nice. Hier ist nichts. Wow. Ich bin ja begeistert. So, was haben wir denn da hinten eigentlich alles noch? Ich gehe erstmal hier lang. So, was haben wir hier? Okay, wir müssen uns auf den Schalter stellen. Hier kommen wir doch auch jetzt so rüber, ne? Genau. Und rüber. Sehr nice. Was bekommen wir hier, Leute? Was bekommen wir hier? Ich weiß es echt nicht. Aber ich schätze den Kompass. Den Kompass! Jetzt siehst du auf der Karte alle Schatztruhen. Sehr geil. Ist aus. Und hier ist im Raum sogar noch eine Truhe. Können wir die hier anvisieren? Komm mal runter. Ja, komm, können wir. Nice. Dann besiegen wir die jetzt erstmal. Sprungschlitz! Yeah! Und hört ihr dieses Krabbelgeräusch von einer Skulltula? Das ist eine goldene Skulltula, die hier rumwirbelt. Achso, wir müssen... Okay, warte mal. Wir müssen erstmal Deko-Sticks noch ausrüsten. So, machen wir mal die Deko-Nüsse auf den Slot. Erstmal zack. Und Fackel anmachen. Und wenn wir jetzt den Deko-Stick nochmal wegstecken würden, würde ein Deko-Stick verloren gehen. Aber wenn wir einfach das Schwert zücken, haben wir immer noch 4 Deko-Sticks. Ziemlich geile Taktik, sag ich mal. Ziemlich geiler Trick. Und da seht ihr die erste Skulltula. Sie hängt hier an der Wand. Und wenn wir sie besiegt haben, kommt ein Skulltula-Symbol. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ihr Skulltula-Symbol. Genau, davon müssen wir halt 50 Stück sammeln, damit wir ein Herzteil bekommen später. Aua. Okay. Und wieder raus hier. In dem Raum sind keine Truhen mehr, nein, alles klar. Hier besiegen wir nochmal schnell das Ding hier. Mit einem Sprungschlitz! Yeah! Und jetzt... Ganz cool eigentlich. Können wir hier runterspringen? Ja. Das hat super funktioniert. Ich zeig euch gleich nochmal, was ich meine. Wow, war das bad, ey. Und rollen. Und rollspringen. Yeah. So, nochmal hier hochklettern. Ach, dies... Was? Zack. Ist Navi oben? Nein. Navi geht nicht nach oben. Jetzt. Was? Zack. Okay. Ich habe gerade eine Deko losgeworfen. Ups. Das wollte ich aber nicht. Mensch. Okay. Hochklettern. Zack, 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 zack. Rüberklettern.
Und gleich nochmal runterspringen. Wenn das überhaupt so war, wie ich das jetzt gerade denke, wie es war. Bam! Ist das richtig? Ich glaube, es ist richtig, oder? Wir können jetzt halt das Netz, was da unten ist, durch einen Sprung zerstören! Yeah! Hängt da eine goldene Skulptur an der Wand? Hängt da eine goldene Skulptur an der Wand? Ja! Oh, lol. Cool. Sonst snacken wir uns die auch gleich mal. Zack! Und zack! Ey, zack! Und da oben hängt jetzt ein Skulptula-Symbol, was wir uns schnell schnappen werden. Zack. Yeah, du hast eine goldene Skulptula gefunden. Sehr geil. Nein, ich wollte nicht tauchen. Okay, können wir hier hoch? Ja, kommen wir, okay. Da ist noch eine goldene Skulptula. Hä? Ist es normal, dass hier so viele goldene Skulptulas sind? Ich erinnere mich nicht an so viele goldene Skulptulas hier, hä? What? Na gut, ich meine, mich soll es jetzt nicht stören. Ist es halt so. Was haben wir geöffnet? Achso, wir haben eine Fackel angemacht, okay. Und wir haben hier eine kleine Mini-Schatztruhe mit einem Herzen. Wow. Das ist sehr wichtig. So, wo müssen wir das denn? Nein! Ja, gut! Ah, Batz! Okay. Ja, wir müssen hier das Netz anfackeln. Aber das habe ich gerade ein bisschen verkackt. So. Zack. Anmachen, genau. Hier runter. Und hier rauf. Sehr gut. Netz abfackeln. Und dann können wir durch die Tür gehen. Was haben wir denn hier? Schon wieder so ein Deko-Kerl. Ich habe nicht mehr Knopf gedrückt. Zack. Übergib mir. Ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei. Ich gebe dir einen Geheimnispreis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Merke dir. 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Okay. Okay, hier können wir jetzt mit der Schleuder an das Auge da schießen. Hä? So, zack. Nice. Und die Tür öffnet sich. Ja, der Tipp von dem Deko-Kerl hier, der wird später noch hilfreich. Findest du nicht im Wasser, kannst du auch tauchen. Ja, du findest etwas Interessantes. Da unten? Ich finde... Oh, doch, ein Schlüssel. Oh. Nice. Komm runter. Nice. So, jetzt haben wir das Wasser ein bisschen absinken lassen. Oh, das hält nur für eine bestimmte Zeit. Was? Okay, warten. Es gibt hier, glaube ich, auch ein... Ein Trick. Kommen wir da hoch? Nein, natürlich nicht. Okay, und zwar, wenn wir uns, glaube ich, wenn wir da draufstehen und das Wasser nicht abgesunken ist und wir ducken uns einfach. Einfach ganz gechillt. Jetzt aber rauf. Nice. Das heißt, so ducken. Dann würde es uns auch nicht treffen, aber wie es aussieht, brauchen wir das nicht mal. Okay. Dann besiegen wir erstmal dich hier. Kann man nicht mehr mit dem Schwert angreifen? Okay. Wenn ich das Schild halte, kann ich also nicht mehr das Schwert zücken. Außer den Sprungschlitz. Okay. Ich hasse diese Skulpturas, ey. Diese großen. Stell dich vor den Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst in die Richtung des Blockes und dann... Oh, Navi, komm schon. Danke. So.
Weil für Neueinsteiger ist es echt praktisch, dass Navi so viel labert, aber dass man das dann auch nicht schnell überspringen kann oder so, das ist echt doof. Zack, und wir sind oben. Ist hier noch ein Truhe oder so? Nee, ne? Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Hier rechts von mir war noch ein, ich hab's gerade gehört, ey. Ah, zack, zack. Nein, zack. Wir haben wenig Herzen, Leute. Das ist nicht gut. Das ist, okay. Herzchen. Sehr geil. So, und jetzt müssen wir... Ey. Zack. Alle Fackeln anmachen, genau. Und... Die Tür hat sich geöffnet. Und wir gehen durch. Oh, lol. Wo bist du denn her? Zack. Nichts. Oh. Nichts gedroppt. Zack. Wir können jetzt wieder das Netz hier abfackeln. Aber da ist, wie es aussieht, gar nichts. Okay. Dann geht hier hinten, glaube ich, der Weg weiter, ne? Oh lol, was bist du denn? Ja. Ah, zack. Und dann noch eins. Und noch eins? Ist das dein Ernst jetzt? Okay. Und mehr sind die nicht, oder? Nee, gut. Heidiger. So, ich brauch Fackel. Und schnell! Nicht, dass es wieder ausgeht, so wie eben. Und zack. Sehr nice. So, jetzt sind wir. Achso, kriechen. Link kann ganz schön schnell kriechen, ne? So, jetzt sind wir hier oben. In dem Raum, in dem wir auch, glaube ich, runtergekommen sind, ne? Genau. Jetzt können wir uns hier eine kleine Abkürzung basteln. Indem wir den Stein hier runterschieben. Was nicht unbedingt lange dauert, nein. Nein, nein. Das dauert nicht lange. Zack. Bam. Hallo. Wieso werde ich denn da immer getroffen, Mensch? Hi. Okay. Und der gibt noch einen Stick. So, und wir müssen jetzt... Die Fackeln, seht ihr, sind ein bisschen zu hoch für uns. Da kommen wir nicht an. Wir müssen jetzt zu dieser Fackel dort drüber. Mit dem Deko-Stick wieder Feuer holen und hier rüberrollen. Batz. Und schon sind wir im Wasser. Ich hätte gerne noch das Herzchen hier unten. Achso, müssen wir gar nicht tauchen, okay. So, und hier sind jetzt Deko-Kerle, Leute, wie ihr seht. Wir müssen uns zuerst den in der Mitte schnappen. Bam. Dann den hier. Zack. Und jetzt den hier. Und zu ihm hin. Woher kennst du unser Geheimnis? Du bist ein Hellseher. So sei es denn, ich werde das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du mit die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Okay. Ja, Leute, wir sind jetzt schon beim Boss. Geil, ne? Das ganz ohne Masterkey. Krass. Ich wusste gar nicht, dass wir in den Tempeln hier gar keine Masterkeys haben. Das sind denen hier. Gerade so. Krass. Krass, krass. Tür geht zu. Und jetzt habt ihr da oben gerade schon was gesehen. Yeah! Wie geht? Das ist eine fette Spinne. Gepanzerter Spinnenparasit Goma. Achso, ich muss ja so betäuben, ne? Genau. Ach komm.
Okay, jetzt geht sie hoch, genau. Jetzt muss ich sie, glaube ich, ins Auge schießen. Genau, wenn es rot ist, ne? Hey! Ach komm! Spinneneier! Igitt! Oh Gott, ich bin, wow. Ich bin voll drin im Game. Hey, Link, danke. Ach komm! Ha, zack! Ist sie runtergefallen? Ja, ist sie. Okay, und wir können jetzt... Nein! Ah, Mann! Zack! Bam! Der Deku-Stab macht mehr Schaden, Leute. Der Deku-Stab macht mehr Schaden als unser Schwert. Deswegen macht es Sinn, die Spinne damit zu zerstören. Wieso... Muss ich echt nichts mit der Schleuder machen? Ah doch, ja, jetzt doch. Jetzt hat's funktioniert. Egal, wir nutzen das Schwert. Wir haben sie! Nice! Wir haben den bösen Fluch von dem Weg überhaupt genommen. Jetzt ist er gerettet. So, und hier spawnt jetzt noch ein Herzteil, Leute. Zack! Dadam. Wir haben einen neuen Herzcontainer. Nice, jetzt haben wir 4 Herzen. Sehr geil. Und wir verschwinden hier raus. Hab Dank, Toki. Kein Ding. Habe ich doch gern getan. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Natürlich nicht. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Okay. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam. Hat mich verflucht. Okay. Gennendorf. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu gelangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden Jahren stiegen 3 Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Din, die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. V.
paar Rohre. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Ja, erstmal hingesetzt. Doki, begib dich zum Schloss. Suche dort die Prinzessin. Denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Danke, Dekobaum. Ach, kein Ding. Der Kokiri-Smaragd. Dekobaum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Juhu! Die Zukunft liegt in deinen Händen, Doki. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Doki, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich. Navi, so leb denn wohl. Mein Dekobaum! Ach nee, warte, wir sollen ja nicht um ihn trauern. Ist okay, Dekobaum, du hast super was geleistet. Ich trauere nicht um dich. Hey, du Arsch! Hey! Ach, du bist tot. Ja! Telepathie, Digga! Oh, okay. Ich trauere noch. Okay, gut. Du hast die Worte des Dekobaums gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen. Boah, der Part wird ganz schön lang, ne? Leb wohl. Weiser Dekobaum. Hau rein, ich mach Urlaub. Okay. Ich dachte, du bist tot. Jetzt sagt er nichts mehr, ne? Jetzt sagt er nichts mehr. Sein Ernst? Mensch. Gut, Leute. Aber hiermit beende ich erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.